Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ganz herzlich willkommen zu IDS Daily TV. Der DAX, der hat sich mit einem kleinen Plus ins Wochenende verabschiedet. 0,3% ging es am Freitag nach oben, Schlusskurs 11.630 Punkte. Auf Wochensicht, da trat der Leitindex allerdings auf der Stelle. Es ging noch nicht mal einen ganzen Indexpunkt nach oben. Charttechnisch bleibt die Ausgangslage damit weiterhin neutral. Ein frischer Kursimpuls, der könnte jedoch nur noch eine Frage der Zeit sein. Sollte dieser dann die Widerstandszone bei 11.637 bis 11.645 Punkte entkräften, rückt als nächstes schon die Hürde rund um 11.690 Punkte in den Fokus. Auf der Unterseite, da sollten Sie den Supportbereich zwischen 11.576 und 11.530 Punkten gut im Auge behalten. Sollte dieser nämlich verletzt werden, wäre das ein ernster Warnhinweis für die Bullen. Vier Produktideen von Ralf Fayad, liebe Zuschauer, mit denen Sie auf diese Ausgangslage reagieren könnten. Auf der Long-Seite haben wir ein Turbo Classic Bull Zertifikat mit der WKN CE67CJ, die Basis bei 11.225 Punkten. Dann noch einen Call-Optionsschein mit der WKN CD4ZTR, Basis bei 11.600 Punkten. Falls Sie hingegen mit fallenden Notierungen rechnen, haben wir hier auf der Short-Seite ein Unlimited Turbo Bear Zertifikat mit der WKN CE5UYZ, die Basis bei 12.576,67 Punkten. Und zu guter Letzt noch ein Put-Optionsschein auf den DAX mit der WKN CD4ZXW, die Basis auch hier bei 11.600 Punkten. Wir schalten ja an die Börse zu unserer Korrespondentin Johanna Klasch. Guten Morgen, Johanna. Ja, die vergangene Woche, die war thematisch mal wieder sehr von Donald Trump dominiert. Die Anleger, die reagierten aber eher verhalten auf seine Amtseinführung. Sicherlich wird man jetzt auch in der neuen Handelswoche nicht um Trump herumkommen. Was aber steht denn darüber hinaus noch an? Woher kommen die Impulse für heute? Neben Donald Trump, und das traut man sich tatsächlich fast gar nicht zu sagen, sehen wir heute den wieder starken Euro, der erstmal zumindest auf den Start beim DAX drückt. Wir haben den Euro über einem $1,07 und das ist der höchste Stand seit dem Dezember des vergangenen Jahres. Dementsprechend nicht gut für die Exportwerte. Wir erwarten den deutschen Leitindex heute auch unter der Marke von 11.600 Punkten, also ein 0,5% im negativen Bereich rund um die Marke von 11.580 Zählern. Das liegt natürlich auch an den gemischten Vorgaben. Ja, positiv waren sie aus den USA. Der Dow Jones ging mit einem 0,5% im Plus aus dem Handel. Hier ist es die erhoffte Honeymoon-Rally. Denn die Statistik besagt ja, dass 1 bis 2 Wochen nach der Amtseinführung eines neuen Präsidenten die Kurse noch mal nach oben ansteigen. Aber in Japan sehen wir negative Vorzeichen. Das kommt natürlich auch von Donald Trump. Denn hier hat man einfach ein bisschen Bedenken bezüglich des Handels. Denn Donald Trump hat ja immer wieder gesagt, kauft amerikanisch, also buy American. Und das wird dann natürlich auch dementsprechende Auswirkungen und Folgen haben. Ganz herzlichen Dank, Johanna, für den Überblick. Unsere Marktidee ist heute die Aktie von Evonik. Die Aktie hat am Freitag, wie man hier ganz gut im Chart sieht, die Abwärtstrendlinie ausgehend vom Rekordhoch überwunden und dabei auch ein 3-Monats-Hoch markiert. Kann sich der Wert in den kommenden beiden Handelstagen über 29,31 Euro halten, im Idealfall auf Tagesschlusskursbasis, würde das den bullischen Ausbruch bestätigen. Die potenziell nächste Zielregion, die liegt dann bei 30,40 Euro bis 31,02 Euro. Kritisch, kurzfristig kritisch, wäre jetzt ein Tagesschluss unter 28,85 Euro. Auch hier zwei Produktempfehlungen von Ralf Fayad. Ein Call-Optionsschein mit der WKN CD7753 für 39 Cent und ein Put-Optionsschein mit der WKN CE2BET für 43 Cent. Abschließend noch kurz der Blick auf die Termine des Tages, liebe Zuschauer. Um 12 Uhr wird die Bundesbank ihren Monatsbericht für den Januar veröffentlichen. Um 14 Uhr gibt es dann Zahlen aus den USA. McDonald's wird die Q4-Zahlen veröffentlichen. Um 16 Uhr schalten wir dann wieder zurück in die EU. Da gibt es dann das Verbrauchervertrauen für den Januar. Und dann um kurz nach 10 nochmal Zahlen aus den USA. Und zwar die Q4-Bilanz von Yahoo. Ja, liebe Zuschauer, dann wünsche ich Ihnen einen schönen und erfolgreichen Start in diese frische Handelswoche und freue mich, wenn wir uns auch morgen hier wieder bei IDS Daily TV live sehen. Bis dahin.